Ja, servus, neues Video, neue Box, Because Race Car Box. Ich habe mich dazu entschieden, nochmal eine Box von denen zu kaufen. Ja, der Brexit steht mehr oder weniger vor der Tür. Das ist, glaube ich, jetzt die Februar- oder März-Box. Und somit vermutlich erstmal die letzte Box, die ich von denen bestellen werde. Ich habe, sage ich direkt von Anfang an, zwei Boxen bestellt. Und eine davon werde ich verlosen. Wie man sieht, hier ist die zweite. Zwei Boxen. Und diese Box werde ich verlosen. Unter allen, die das Video kommentieren, bis zum 31.03. Wird diese Box verlost. Und ja, also kommentiert fleißig. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist. So, es gibt wieder, wie aus den anderen Boxen schon, eine Karte, wo hinten drauf steht, wie die Produkte anzuwenden sind. So, wir haben einmal einen Sprayer dabei. Okay. Es gibt einmal einen Wheel Cleaner. Bin mal gespannt. Na, okay, der riecht jetzt nicht nach Blueberry, der riecht ziemlich chemisch. Dafür ist auf jeden Fall dann, denke ich, der Sprüher ganz gut geeignet. Ach, geil! Von Wax Planet eine Nano-Versiegelung. Mal schauen, steht da was zu drauf? Ja, die hier ist es. So. Ja. Cool. Finde ich immer gut. Man muss halt nur die Zeit finden. Geil. Da freue ich mich. Das gleiche nochmal für quasi die Scheiben. Mega gut. Freue ich mich richtig drüber. Werde ich auf jeden Fall anwenden. So. Ein Quick Detailer. Gab es jetzt schon mehrere von. Sind das 100 Milliliter, 50 Milliliter? 550. Hier steht 500 Milliliter drauf. Ich hoffe, man kann das erkennen. 500 Milliliter. Ich glaube nicht, dass das 500 Milliliter sind. Beim besten Willen nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, was haben wir noch? Wir haben Jellybean Air Freshener. Oh shit. Ich mache da mal so einen leichten Sprayer auf die Packung. Shit. Das riecht ultra krass nach Jellybeans, nach Zucker. Ja, einfach nach Zucker, Kaugummi oder sowas. Wahnsinn. Dann, wie immer, die schwarzen Handschuhe dabei. In dem Zug auch nochmal, es ist ganz wichtig, gerade wenn man an solchen Produkten arbeitet, ja, so Einweghandschuhe oder sowas zu benutzen, weil teilweise die Produkte halt doch sehr aggressiv sind, gerade bei Felgenreinigungen oder so. Ich habe da leider mal die Erfahrung gemacht, dass als ich mich mit Freunden getroffen habe, ich vorher noch die Felgen sauber gemacht habe, da ist ein bisschen was auf die Hose gekommen von dem Felgenreiniger, irgendwie so ein ganz kleiner Spritzer oder so beim Aufsprühen. Und das hat übelst gerochen und nachher hat die Hose an der Stelle auch eine Verfärbung gehabt. Also da wirklich drauf achten, auch auf der Haut, das fängt irgendwann an zu jucken, zu beißen. Das ist echt unangenehm. Upala. Ah, cool. Endlich auch mal ein Tuch dabei. Diamond Weave Drying Towel. 60x40 cm. Ah, mega. Ja, das ist auf jeden Fall schon, ist auch relativ dick. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist schon, ist jetzt nichts Billiges. Sieht vernünftig verarbeitet aus, die Nähte, die Umrandung. Und es gibt kein Schild an diesem Tuch. Wahnsinn.
mir ist das irgendwann mal aufgefallen, dass an den meisten Tüchern irgendwo hier in dem Bereich oder so irgendwelche Schilder angenäht sind und die Leute lassen das mit dran. Also das hast du auch schon in der Waschstraße gesehen, dass die Leute ihr Auto gewaschen haben, in diesen Selbstwaschboxen und danach mit so einem Tuch, wo halt hier noch so Zettel und sowas dran sind, einfach über den Lack gewischt haben, wo ich mir das mal denke, Alter. Ja, das war's auch schon mit der Box. Hat sich wieder mal gelohnt, meiner Meinung nach. Also die 22 Euro kann man dafür, denke ich, durchaus ausgeben. Wie gesagt, ich finde halt nach wie vor diese Idee eigentlich ganz geil mit dem, dass man halt nicht genau weiß, was da drin ist. Man bekommt aber halt nur Automotive Goodies oder halt Car Care in dem Fall. Und im Vergleich zu den anderen Boxen, die ich bisher aufgemacht habe, gefallen mir die halt sehr gut. Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Denke ich, kann sich nach wie vor sehen lassen. Auch die Box mit den Pinseln und so fand ich echt gut. Und ja, wie gesagt, die Box gibt es zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob da das Gleiche drin ist. Ich gehe davon aus. Kommentiert unter dem Video hier bei YouTube bis zum 31.03. Ich werde dann am 1.04. die Kommentare auswerten und denjenigen dann anschreiben. Ich mache dazu auch nochmal ein Live-Video. Ja, dann hoffe ich, dass derjenige, der die Box bekommt, sich auf jeden Fall darüber freut. Und ja, euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!